Hallo und herzlich willkommen beim Heizungskontor. Ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen und Ihnen unseren Heiko Booster vorstellen. Den produzieren wir nun mittlerweile im 30. Jahr und da denke ich, ist es angebracht, ihn auch mal der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, sodass auch jeder sich eine Vorstellung machen kann, worum es sich dabei eigentlich handelt. Der Heiko Booster ist ein sogenannter wasserführender Abgaswärmetauscher. Wahlweise im Rauchrohr, wahlweise mit einer Wärmetauscherwendel aus Kupfer oder Edelstahl, je nachdem, je nach Einsatzbereich, die mit dem Vorlauf und dem Rücklauf verbunden ist. Das Ganze wird eingebaut in ein ganz normales handelsübliches Rauchrohr und dient dazu, Heizgeräten für fossile Brennstoffe, darunter fallen Holz, Kohle, Öl, Gas, Pellets etc., wie Kaminöfen, Heizkassetten, Kamineinsätze, aber eben auch Ölöfen, die im Abgas enthaltene Wärme zu entziehen und sie dann entweder dem Heizungskreislauf zuzuführen oder aber der Warmwasserbereitung. Wir haben unterschiedliche Bauformen, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Querschnitte der verschiedenen Rauchrohre. Wir produzieren auch Sonderbauformen für Öfen mit Heizeinsätzen und Nachheizkästen, die praktisch dann miteinander verbunden werden oder aber auch im Kamin direkt. Also da ist es im Prinzip grenzenlos. Ich habe Ihnen heute mal ein paar mitgebracht. Hier haben wir ein ganz normales Standardmodell. Das ist 1 Meter mit einem Wärmetauscher oder mit einer Wärmetauscherwendel aus Kupfer. Wie gesagt, Vorlauf oder in dem Fall Rücklauf, Vorlauf. Ja. So, schauen wir mal. Hier haben wir das gleiche nochmal ein bisschen kleiner, ja, mit einem 200er Querschnitt. Auch wieder Wärmetauscherwendel aus Kupfer in dem Falle. Ja. Oder aber das gleiche auch nochmal in Edelstahl mit einer Edelstahlwendel. Ja, diesen Wärmetauscher gibt es auch komplett in einem Edelstahlabgasrohr. Also wie gesagt, Sie sehen schon, es ist alles möglich. So. Jetzt fragen natürlich viele Kunden immer, wozu kann ich das gebrauchen? Ab wann kann ich das gebrauchen? Wir sagen immer, Abgaswärmetauscher, in dem Fall unser Heiko Booster, immer dann, wenn Sie also ein Heizgerät für fossile Brennstoffe haben, vorzugsweise einen Kaminofen oder eine Heizkassette oder einen Kamineinsatz mit einer hohen Abgastemperatur. Hohe Abgastemperatur, alles, was über 160 Grad ist, ist geeignet, einfach das vorhandene Rauchrohr gegen unseren Heiko Booster austauschen. Wir haben auch noch Heiko Booster im Rauchrohrknie. Das heißt, wenn also ein Standard Rauchrohrset benutzt wurde, dann können wir das also auch ersetzen mit unserem Heiko Booster. Nennt sich dann Evolution. Und ja, und das war es eigentlich schon. Und dann können über den Vor- und Rücklauf kann direkt an die Zentralheizung angeschlossen werden oder aber an die Warmwasserbereitung oder aber auch in einem Pufferspeicher. So, das wäre das. Die verschiedenen Ausführungen in Kupfer oder Edelstahl unterscheiden sich darin, dass bei der Verwendung einer Edelstahlwendel im Prinzip die Anlage auch trocken betrieben werden kann. Das heißt also, Sie als Kunde können schon unseren Heiko Booster mit Edelstahlwendel einbauen, ja, müssen ihn aber noch nicht wasserseitig anschließen. Ja, das können Sie dann später machen. Das ist eigentlich im Prinzip der Vorteil der Edelstahlwendel im Vergleich zur Kupferwendel, wo das nicht geht. Kupferwendeln setzen wir im Prinzip nur noch auf Sonderwunsch ein, aufgrund des etwas geringeren, besseren Wirkungsgrades. So, wie bei jeder Installation eines Heizgerätes sollten Sie natürlich auch beim Einbau unseres Heiko Boosters den Schornsteinfeger konsultieren. Unterlagen finden Sie hierzu auf unserer Webseite. Worauf müssen Sie noch achten? Achten Sie auf jeden Fall auf die unterschiedlichen verwendeten Wendeln oder unterschiedlich gefertigten Wendeln. Da gibt es also ganz abenteuerliche Modelle auf dem Markt. Bei uns sieht eine Wärmetauscherwendel in der Regel so aus, wie wir das hier an dieser Kupferspirale sehen. Bei anderen sieht es eventuell so aus. Und ich meine, da ergibt sich von selbst, dass also irgendwas mit der Heizfläche, mit der Heizleistung hier anders sein muss als hier. Aber dazu können Sie uns auch anrufen, können uns Fragen stellen, sind wir jederzeit für Sie da.
Am besten, Sie rufen uns an oder aber, was Sie auch machen können, dass Sie einfach fragen zu dem Video unten, dann können auch andere daran teilhaben und viele Fragen lassen sich so schon im Vorfeld klären. Das war's erstmal. Hier haben wir erstmal einen groben Überblick gewonnen. Was ist ein Heiko Booster und wofür wird er benutzt? In einem unserer nächsten Videos sprechen wir dann Bausätze an, sprechen wir dann Anschlussschemen an, die verschiedenen Möglichkeiten, wie er in die verschiedenen Heizsysteme eingebunden werden kann und die verschiedenen Bauformen noch. Okay, das war's erstmal. Dann bedanke ich mich für Ihre Geduld und verbleibe bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Thank you.